Servus beieinander und herzlich willkommen zu einer neuen Multiplayer-Aufnahme in Forza Horizon 5. Und ihr schaltet ein zu einer ganz speziellen Folge. Wir versuchen nämlich heute die Rekordfolge zu machen, die Folge mit den meisten Festnahmen. Wir spielen mit 6 Cops und 2 Racern auf der ganz kleinen Map, also der mullige S-Map. Und wer macht das Ganze heute? Wer wagt den Rekordversuch mit mir zusammen? Das machen Aaron, Alpin Gecko, Letni, Max Jager, Perücke Golf, Spadboy und Scott. Grüß euch zusammen. Hallo. 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 Ja, und wie schon gerade angekündigt, wir haben 2 Racer und die dürfen sich nach guter neuer Gewohnheit selber vorstellen und es beginnt der Blaue. Dann beginnt mal der blaue Dodge. Da sitze ich, der Spadboy, drin. Das ist ein Dodge Magnum und ja, ich habe viel Kofferraum und den habe ich, damit ich euch die Donuts klauen kann. Kann man noch sehen. Der Perücke Golf sitzt in dem Fiat Panda in dem Cupra Design. Ja, Fiat Panda hat so wenig Leistung und kriegen wir schnell, oder? Den kann ich gerne Einschlag versuchen. Vom Bronco und er ist tot. Genau. Das jo, ist Sicherheitsherausforderung. Ja, die Herausforderung, die haben wir, also die Metal haben uns ja gerade selber hochgelegt, dass wir heute die meisten Festnahmen machen. In diesem Sinne machen wir einen kurzen Cut und dann geht's ab in die Runde. Jo, und da geht's los in die Rekordrunde, in die Rekordfolge, ja. René möchte noch, oder Spadboy möchte noch einparken. Ja, okay, gut. Dann soll er einparken. Das ist für mich auch in Ordnung, kann man gleich festnehmen. Einteilung. Wir spielen auf der Mulige S-Map. Ich glaube, wir brauchen keine großartige Einteilung. Irgendwie Autobahn, Flugplatz, Staudamm, Serpentinenstraßen abdecken. Da finden wir sicherlich ganz schnell jemanden. Ich würde mit Evo Richtung 17 und mit darüber gehen. Ich gehe nach Mulege. Bronco geht spotten, würde ich sagen. Ja. Von oben. Ich schaue, dass ich ein bisschen Richtung Autobahn komme. Einfach wegen der Topspeed. Spielen wir nicht M-Map? Nein, wir spielen S. Okay. Geht los in 1, go! Wie ist denn das eigentlich mit Spotten? Darf ich schon? Ja, Ich frage nur, nein, dann lasse ich. Ich frage nur für einen Freund. Ich meine, also hast du schon jemanden gespottet? Ja, ich sag nur, ich stehe und spotte wem, also weiß nicht. Also wenn du die von dem Statusplatz hinfahren siehst, kannst du es natürlich sagen, ja. Wieso sollst du es nicht sagen? Und ich würde ganz ehrlich sagen, dass glaube ich, dann immer ein Cop nicht dran bleibt, sondern schon mal den anderen Racer suchen kann. Wir sind, glaube ich, viel genug Cops auf der kleinen Map. Meine Taktik wird hier kopiert. Irgendwas muss man ja mit ihr anfangen. Ansonsten aua. Rest bitte Bambini-Taktik und zuerst ansagen, wohin der Racer unterwegs ist und dann erst was, weil was ist ja fast schon egal. Hauptsache, wir nehmen es fest. Sag doch einfach, so wie es ist, Hauptsache wir töten. Ich habe einen Dodge Magnum, Mulege Rundstrecke falsch herum, er fährt links nach Mulege hoch rein. Ich habe den Cooper. Was S, geht an Aaron. Oder wir gehen nee, Aaron, um. Aaron dranbleiben, Max. Ja, ich musste umdrehen. Max. So, wir sind jetzt in Mulege. So, wir fahren jetzt Mulege Richtung Torbogen. Bitte nicht mich töten, danke. Ja, bin schon da. Ja. Ich komme entgegen. Okay, dann von der bremst Autobahn aus. Nee, von der Autobahn aus, ich bin auch. Ja. Wir fahren hoch Richtung Autobahn gerade. Alter, auf einmal callen, bitte. Jetzt fährt er links hoch auf die Autobahn, schießt sich ab. Der schießt aber mal voll drüber. Das könnte man schon fast als Offroad-Regel werten. Jetzt sag mal, Fassgrip. Ja, ich hab keine Leistung. Bin ich, also ich will jetzt mal mich zu hoch loben. Also entweder ist Cupra einfach schlecht oder ich bin einfach zu gut für ihn. Okay, so schlecht ist er gefunden. Wo ist der René? Jetzt im Kreisel.
fährt im Kreisel auch ein paar Runden. Nein, der fährt auf die große Brücke. Dominanz zeigen. Ja, nicht ganz nur gestriffen. Bis jetzt auf der Brücke. Aaron, du bist dran an dem anderen. Ja. Und bleib mal dran. Der schießt sich halt dauerhaft mal an den Kreuzungen ab. Ja, okay. Ich hoffe, das war mal eine Schrecksekunde jetzt für ihn. Serpentinen ist er vorbei, oder? Bitte komm hier vorne. Ja. Ist der mittlere Straßenschirm vorbei? Gerade ein Angriff. Alter, was macht denn der? Ja, sorry, ich hab ne reingeschoben. Da war aber kein Baum. Fährt weiter Richtung Osten. Wo ist der Rest? Dann mittlere vorbei. Ah ne, da komme ich. Sorry. Alles gut. Jetzt Blitzerzone rein. Bei der Kurve. Leicht gestrichelte. Wird das sehr schnell. Gestrichelte rein. Ein guter Call gerade. Sind ein bisschen vorbeigeschossen. Wo ist er jetzt? Gerade im Fluss. Warte, ich komme euch ein bisschen entgegen da. Wo war der? Er fährt jetzt rechts Richtung Brücke. Er wurde davor in den Wald geschoben. Wenn er cutte ich hinterher. So. Sind jetzt an der östlichen Brücke. Ich schieb ihn zwar durch, aber das stört ihn nicht. Er biegt ab auf die kleine Haarnadel. Jo, da komme ich entgegen. Sind jetzt in der Haarnadel richtig drinne. Sehr weit innen. Sehr, sehr, sehr weit innen. Fahren jetzt raus. In der Rechtskurve, gleich an der Kreuzung Damm und südlicher Damm und fährt auf den Damm drauf. Okay, na ja, dann komme ich doch nicht entgegen. Aber er hat mehr Leistung. Ihr seid Richtung Flugplatz, oder? Nein. Ja. Nein. Richtung Molege. Also okay. Ich komme entgegen. Weicht auf Rot raus. Fährt Molege rein. Vielleicht irgendwo eine Wand schieben. Ja. Ist ja schon Molege drin? Ja. Fährt Verbindungsstraße weiter? Oh, der ist hängen geblieben. Hat Kante erwischt. Fährt wieder zurück. Ja. Das ist nicht gut. Ist noch einmal an der Kante. Ja, der muss langsam raus sein. Jetzt. Hinten dran. Nein, wieso schiebt ihr ihn an, Leute? Anschieben ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Oh mein Gott. Bochenko, danke. Wir werden ihn jetzt 30% ganz einfach festsetzen können. Was, 30% habe ich dir gerade gegeben? Ja. Warte, weg. Eine Richtung. Ja, ja. Schieben. Deswegen habe ich gerade gesagt, Achtung, weg. Verrückt. Einfach nur auf die Bremse, wenn es Achtung geht. Serpentinenstraße Richtung Westen. Sieht Verkehr nicht. Welcher Verkehr? Ja, bei mir ist Verkehr. Aaron, wo bist denn du gerade? Nee, ich war gerade mittlere Straße runter. Ich komme entgegen. Genau, danke Alpin, genau das. In die Häuser mit dir, los! Ich glaube, der Schade, da hätte ich so einen. Haltet Abstand, haltet Abstand. Wo jetzt ist jetzt in der ersten Serpentinenkurve? Also knapp vorbei. Weiß. Ja, es war hinter bei einem Kopf. Das macht nichts. Ich hätte hundertprozentig gesagt. Ist ein NPC? Ne. Wo seid ihr denn? Wo ist Serpentine jetzt? Serpentine.
jetzt in der letzten Serpentine links. Falsches ich Auto. Ich repariere mich. Der Audi, Letny, gehst du bitte zu Aaron? Wo ist Aaron? Alles gut, ich schaff's allein, ich bleib da easy dran. Nee, nicht dranbleiben, festnehmen. Also soll ich jetzt ablassen vom Dodge? Nein! Ach so, ich dachte, ich wäre im Audi gemeint. Aaron, wo bist du? Ich fahr gerade Flugplatz ganz im Osten runter. Los, in den Baum mit dir, in den Baum! Ah, schade. Also, ich fahr jetzt Richtung die Serpentin lang und sehe hier gar nichts. Wir sind jetzt am Außengleis raus auf der Autobahn. Ja, ein Bronco. Liebes. Gekolz. Wir sind jetzt Autobahn Richtung Norden. In der Rechtskurve. Also Letny, ich fahr jetzt auf Staudamm. Okay, ich komme gleich wieder. Sind über den Staudamm drin. Boah, ich kann den nicht schieben. Schieben ist eine schlechte Idee. Ja, gut. Aus irgendwie. War denn ganz jetzt gut, aber auch nicht schlecht. Jetzt Abfahrt. Fährt Kollege runter. Fährt aber die schnelle Route. Ich sehe euch nicht, Aaron. Fährt geradeaus. Wir fahren gerade in der Mulege rein. Okay. Gehen wir jetzt zu den anderen. Macht erstmal den und dann machen wir alle auf einmal den. Hupra, also der hat schon weggefressen. Na, Autobahn, wer hätte es gedacht? Ja. Also, ich habe mich wieder geportet, weil ich keine gesehen habe. Sieht mir das. Lass ihn doch hier langfahren. Lass ihn doch hier langfahren. Wenn ich ausbremsen kann, dann. Ja, so viel Leistung hat lass ihn mal fahren. Wieso fährt der dort rückwärts? Hä? Ich muss René nicht verstehen, oh mein Gott. Du, ich muss den Cupra auch nicht verstehen, er wendet halt die ganze Zeit total random. Oi. Können wir nicht einfach nach Mulege fahren lassen? Nö. Nee. Es ist einfach, sie ist doch Mulege rein und dann ab ins Haus. Ja, aber das. Autobahnauffahrten hinten drauf. Ja, Leute, nicht verstanden. Lass ein bisschen noch, spielen wir ein bisschen mit ihm. Er zerstört sich seine Reifen. Ja, bei uns läuft die Zeit davon. Wir wollen egal. Zu viel Zelter, oder? Der Seite? Der nee, muss jetzt tot sein. Der lebt noch. Jetzt hier jetzt rechts. Hier rein. Also ich sehe keinen Racer. Er ist raus. Aaron? Cupra ist 17 Straße, Flugplatz hoch in der zweiten 17. Okay, wer Schaden hat. Ja, einfach Mulege reparieren und dann sage ich gleich weiter an, wo wir langfahren. Wir sind gerade in der letzten. Ich spekuliere mal auf Autobahn, also Kreisel. Keine Ahnung. Ne, wir fahren Richtung mittlere. Also einfach mittlere hochballern. Der hat auch nicht mehr viel, also ich kann von Anfang an mit Evo dranbleiben. In den Kurven ist das sowieso scheiße. Er biegt in den Offroad-Weg ab, wir kommen mittlere raus. Komm entgegen. Sorry. Wir sind jetzt gleich unten in der 180 Grad. Fahren jetzt rein. Achtung, fahren jetzt raus. Also jetzt sind wir gleich auf der mittleren. Ich sehe euch nicht. Kreuzen jetzt mittlere. Ja, dann fahr ich nochmal. Gut gemacht, Bronco. Ihr kreuzt hier. Wir fahren jetzt gerade mittlere runter Richtung Mulege. Das war der Call. Gleich die Brücke runter. Ja, ich komme euch auch entgegen. Bronco. Kollege. Achtung. Jawohl. Guck, einmal komme ich dann. Lass die nach Mulege rein. Ja. Und dann muss am besten Aaron. Audi? Was fährst du so aggressiv hier? Okay, er fährt geradeaus durch. Ab jetzt aus mit dir! Haha, komm! Nein! Oh mein Gott! Wo seid ihr? Wo ist er? Sauber, Bronco. Wieso anschieben, Leute? Ich sag's nochmal, das ist wieder ein Audi. Wo seid ihr? In ja, Mulege? Gleich am Kollege, kurz vorm Torbogen. Oh. 21, 22, 23, 24, 25, 25, raus. Sauber. Wieder verteilen. Was ist eigentlich der Weltrekord hier auf der Dings? Ein Audi geht bitte in die Offroad-Wege rein.
Mach ich. Da würde ich, da, ich wäre da eher mit Evo hin, weil ich glaube, der ist da besser. Oder Evo, das ist... Weil ich bin ja sowieso da hinten mit Evo. Das soll, soll lieber ein Audi direkt auf dem Platz und halt hin und her ballern. Ist vielleicht sinnvoller. Okay, mach ich. Meine Meinung. Am Ende musst du es entscheiden, nicht so. Ja. Ist jemand auf der Autobahn? Ja. Ist irgendwer Mitte hoch? Okay. Ja. Ja. Du mal mittlere Straße Richtung Flugplatz Alpin, richtig? Genau. Ja, da bin ich gerade hoch. Ja, in der Nacht natürlich auch schwer zu spotten, wahrscheinlich von oben, oder? Alpin? Perfekt. Ja, Blaulicht siehst du nicht, ne? Ja. Aber die Lichter, aber so. Scheinwerfer. Hm? Die Scheinwerfer siehst du doch. Ja, ja, die sehe ich, aber... Oh, die Blaulichter nicht. Haben wir Amulege jemanden drinnen? Ja. Schade, da war gerade eine 4, bin ich voll reingehalten. Hat irgendwer gerade Torbogen? Ja. Oder bezüglich Molege die westliche? Die Rundstrecke, verkehrt rum? Ja. Nö, das nicht? Ist ein Racer. Wo? Rundstrecke, verkehrt rum? Ja, verkehrt rum. Welche Höhe? Gerade unten durch. Jetzt sehe ich ihn fast nicht mehr. Ja, ich... Er ist Molege Süd auf jeden Fall irgendwo da runter. Ja, ich versuche hinterher zu ziehen, aber weiß nicht, ob, wie weit ich hinten dran hänge. Ja, die Frage ist nur, ob werde ich sehen. Also auf jeden Reifenspuren Fall... gehen Richtung Serpentinen. Dann da komme ich gerade entgegen. Da hier kam nicht. Richtung Serpentinen? Dann fahre ich auf den Damm. Naja, aber. Hier kam keiner. Okay, dann also ist er weg. Ich bin Serpentinstraße gerade lang gefahren, da war nichts, was mir entgegenkam. Okay. Dann bitte eine Richtung Staudamm durchziehen. Bin ich da? Also bist du? Sorry. Als ob mir keiner zuhört, oh mein Gott. Max, ich fahr mal von die Serpentinstraße dir entgegen. Mach das, ich fahr gleich wieder zurück nach Molega, du. Back in meine Hut. Ich fahr mal kurz die Serpentinstraße lang und dann rechts weg Richtung Spotpunkt wieder. Mit dem Bronco. Ist da vielleicht in Schotterweg eingebogen? Möglichkeit besteht. Wie gesagt, der Sichtkontakt war nicht lange. Okay. Wobei ich war Molege Süd halt und habe ihn halt auch nicht gesehen. Hat nicht sein, dass wir die zwei nicht finden. Ich glaube Flugplatzstraße Richtung Brücke. Richtung große. Ja. Mhm. Ich bin mittlerweile. Ich glaube Serpentinen rein. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Wenn das warte, ich kann Serpentinen mal reinballern. Bin in der Nähe. Ich kann mich mal unten hinstellen, ich bin gerade da. Ja, ich bin schon Serpentinen über dem Fluss drüber. Nee, ich würde mich mal einfach mal unten an die Kreuzung stellen. Ja, ich bin Serpentinen gerade. Dann fahre ich halt die Brücke durch. Ja, Serpentinen. Der Chrysler, oder was? Richtung. Richtung Serpentinenstraße und Serpentinenstraße Richtung Brücke Molege, also Mitte Molege eigentlich. Perfekt, ich komme entgegen. Sind ja, Frontal mitgenommen. Echt? Ich sehe nämlich nicht mehr. Seid ihr? Ah, sehe ich. Ja, ich bin halt tot. Ja, aber welche Brücke, Molege? Mitte kommt er gleich zu der Kreuzung. Jetzt in 3, 2, 1. Jetzt müsste er bei der Kreuzung sein. Ja, habe ihn gestriffen. Er ist auf jeden Fall Richtung Molege abgeflogen. Auf der mittleren Brücke. Komm, Alpin. Hau ihn runter. Jo. Oder? Nee. Alpin hat sich selber runtergeschossen. In die Häuser. Jetzt schieb ihn Audi. Wo seid ihr? Verbindungsstraße Molege Richtung Torbogen. Nochmal frontal. Nein, nee, er hat dich Audi nicht gesehen. Echt jetzt? Jetzt schieb ihn nach rechts. Rechts. Ja. Okay, dich nach rechts.
Ja, perfekt, dann sehe ich aber einen M4 nicht schieben. Immer. Wo seid ihr? Ah, sehe ich. Aber den Dodge Magnum verbieten wir danach für René auch, weil er den auch schon 100-mal gefahren ist. Und ich das Auto mir. Man nicht schieben kann. Weil ich es weiß, weil ich den schon mal selbst gefahren Vorsicht. Bin. Er fährt auch Höhe seid ihr? Lass den doch mal auf die gut. Straße. Ja, lass ihn mal zurück. Autobahn kreuz gerade. Also jetzt hat er genug Platz, Alter. Ja, wir haben hier nichts zum Festmachen, also lasst ihn jetzt erstmal fahren, bitte. Ja, lasst ihn fahren zu die Steine, oder? Feststellen. Aber der schiebt uns weg, so viel Power wieder hat. So, wo ist der Bronco? Kann bitte mitschieben, von rechts. Ja, ich bin... So, sorry. Ja, nee, das schiebt... Ja, nee, jetzt lasst mal den mal fahren, der muss ja eh über die Brücke. Oder er fährt Autobahn nochmal zurück. Ja, das lassen wir nicht zu. Wir schieben der Richtung Brücke jetzt. Und dann knallen wir halt runter. Richtung Brücke. Jetzt hat hinten versucht nicht anzugreifen, sondern Geschwindigkeit aufzubauen. Jawohl. Und jetzt links runter. Ja, genau. Perfekt. Oh, Bus! Boah. ich bin tot. ja, ich auch. Er fährt nicht. Kommt Richtung. Kommt Richtung Flugplatzstraße wieder raus oder hoch? Ich muss entgegenkommen, weil der Bus hat mich gekillt. Ja, ich bin im Ausgewichen und bin selber runtergeflogen. Hallo, Alpin. Hallo, was machst du? Bronco müde. Oh. Au. Dann muss Bronco schlafen. Ja, Bronco muss sich zurücksetzen. Ist jetzt noch einer dran? Ja. Wir sind auf Höhe Serpentinenstraße, ist ziemlich langsam. Versuch mal links eine Attacke im Baum. Der fährt Flugplatz durch. Ja, bis jetzt ja. Au. Sorry. So, oh mein Gott, Aaron. Hast du auch den NPC mitgenommen? Nee, passt. Aber das stand da so schön. Ja, ich hab den mitgenommen. Oh, mach deine scheiß Katzenhupe aus. Ich hup ja nicht. Ich hup dich nur an. Oh, schade. In andere Richtung. Oh Gott. Lauter Evos im Anflug. Schlechte Idee, Händler. Er hat viel Schaden genommen, oder? Der ist fast schneller als ich. Ich glaube, Eric, du hast Schaden genommen, weil der ist eigentlich tot. Ich habe auch Schaden, aber hier sind beide die Brücke runter. Also müssen eigentlich gleich viel Schaden haben. Nö, geht das auch weil nicht. Weil ich hol mein Evo gerade auf. Achtung, Audi. Ich hab halt einen Evo. Und du fährst einen Audi. Nein, zu stark gebremst. Gestrichelten oder nicht? Nee, wir sind schon. Staudamm gefüllt. Jo, das war. Ja. Seid ihr schon eingebogen? Irgendein Audi T-Sync die ganze Zeit. Ziemlich krass. Wird wahrscheinlich letztlich sein. Raus. Audi, lass mich. Der hinter dir fährt? Ja. Ja, das bin ich. Du bist das, glaube ich, keine Ahnung, wie oft durchgeglitscht. Bronco, du siehst mal was sagen. Jo. Evo! Jedes Mal, wenn ich was sage, dann ist es ein Frontaltreffer, ne? Ja, du musst was sagen und dann lass mal frei. Nö, okay. Da wird es immer ein Frontaltreffer von den Cops. Nicht jetzt, sondern eine Staudamm. Am Staudamm schieben, erst auf dem Staudamm schieben. Ja, okay, jetzt geht er halt da runter. Was jetzt nicht Dollar. Viel Schaden macht, eigentlich. Bronco jumpt hinterher. Er dreht um. Er versucht irgendwo raufzukommen. Also. Dann lasst ihn bitte raus. Au. Lass ihn in die Richtung. Audi lassen. Dankeschön. Ja, okay. Doch, ich habe keine Bremsen. Kaputt. Ja, dann reparier halt. Okay. Evo, versuch mal ihn auszubremsen. Hab ich gerade vor. Jawohl. Komm. Ich hab keine Leistung. Komm, René, ich schieb dich, damit wir hier mal wegen vorankommen. Ja, Max, dann reparier dich halt, wenn du keine Leistung mehr hast. Ich hab generell keine Leistung, weil ich ein Evo fahr. Hörst du, stimmt ist der Evo doch gar nicht. Doch, ich find den Evo ganz vorneuf. Aua. Jetzt habe ich 9%. Das war ein bisschen stark gekartet. Hier fährst du lang. Da fährst du lang. Doch mal.
Bronco. Mittlere. Also direkt mittlere Brücke, er ist im Offroad. Das ist nicht mittlere Brücke. Er fährt jetzt den Schotterweg. Schotterweg fährt er jetzt. Das geht nicht. Da sind Bäume. Ja. Der wird zurückgesetzt, definitiv. Ja, der liegt auf der Seite, der ist tot. Ja, René, so schnell geht's. Also, ich repariere mich. So, wieder verteilen bitte. Aber das war ein toller Diesel. 2 Minuten. Warte mal, 2 Minuten bis Overtime. Ja. Bis. Ich guck mal in die Wege, in die Offroad-Wege. Ey! Max Jager. Max hat Lenny nicht gesehen und umgebracht. Tut mir nicht leid. Sah wild auch so von meiner Sicht aus. Fährt einfach durch. Frau Mentor, glaube ich, unter die Autobahn abfahren, fährt wieder auf die Autobahn drauf. Richtung Richtung Greisel. Bin aber ein bisschen hinten dran, ist jetzt genau bei die Steine. Sind wir gerade bei der Brücke? Nein, große Brücke. Da bin ich gerade. Fährt in den Greisel rein. Bitte zu mir aufschließen. Im Greisel gegen den Uhrzeigersinn. Ja, schießt sich irgendwo ins Feld. Ich bin dran direkt. Fährt nicht Brücke, dreht noch eine Runde im Greisel. Sind gleich auf der Höhe Autobahnauffahrt, fährt wieder auf die Autobahn drauf. Sag wo? Ich komm entgegen. Ich hab grad gut Speed drauf. Jetzt richtige Seite. Der fährt Autobahn Richtung Mulder. Ja! Boah, der war mega. Fährt Richtung Mulder dann? Ich hab René auf Flugplatzstraße. Sieht ihn irgendwer? Also da vorne, ja, der fährt gerade. Der ist. Ach stimmt, ja, da vorne. Vor den festen Schildern fährt er gerade vorbei. Ich bin halt eigentlich auch schon tot. Ja, dann repariert dich nicht. Ja, Vorsicht. Ich bin gerade der Einzige, der hinten dran ist. Nee, wir haben einige hinten dran. Ja, ich sehe keinen von euch. Ja. Ich fährt gerade Mulege runter. Da kam gerade ein Königsegg entgegen. Du hast dein Ziel erreicht. Es ist Overtime im Übrigen. Oh, seit wie lang? Ich habe mich gerade operiert. Ja, dann bist du raus. 10 Sekunden oder so, ich weiß nicht. Jetzt, ja, also Kollege jetzt drin, Sekunden. Den... Okay, ja, bin der, ich raus. Der hat eine tote Lenkung. Der ist schön hängen geblieben. Ist, ne? Nein. Ja, nein. Perfekten Dings gegeben. Perfekten Zuschlag. Wo seid ihr, Kollege? Nicht alle auf einmal. Hoch Richtung mittlerer. Okay. Und fahren auch mittlerer durch. Was hat denn der noch so viel Leistung? Der hat nur Leistung. Das der sind die Leute, die nicht tunen können, lol. Und der drückt die Handbremse zum Bremsen, okay. Ja, der hat nur Leistung. Der fährt total komisch. Wir fahren gerade den Dirtweg von mittlere weg. Richtung gestrichelten. Ja, hier, genau. Kommen entgegen. Wir fahren aber. Nicht gestrichelten, wir fahren Mulege rein. Oder Richtung Mulege jetzt erstmal. Sehr schön. Was war das jetzt? Das war ich. Ich hab nach frontal gerammt. Okay, bei uns war irgendwie gar nichts. Ja, weil bei mir schon. Irgendein. Ist richtig. Ja. Wir fahren jetzt Richtung Staudamm. Achtung, jetzt. Ja, schade. Leitplanke kaputt gegangen, sind jetzt aus der Herpin raus. Irgendwer nicht dran? Glaub nicht. Audi! Ja. Sind jetzt an der Kreuzung Staudamm. Fährt hoch Richtung Flugplatz. Bronco da vorne bitte in die Bäume.
Nämlich kriegst du. No, Albin! Wieso bleibst denn du stehen? Ich bleibe nicht stehen. Du bist der Bronco. Ja, ich bin nicht stehen geblieben. Doch. Nö. Du hast runtergebremst. Stehen geblieben. Ich bin ganz kurz auf die Bremse getippt, oder? Jetzt gut, jetzt gut. Ja, da hier jetzt die Brücke runter. Brücke runter. Alter, oh. Was war das jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich wurde runtergeschoben. Aber ich lebe noch. Ja, hoffentlich. Werd nicht hingestrichelten. Jetzt ein Baum. Ja, überschlägt sich. Ey, zweimal Überschlag durch mich, das gibt's ja gar nicht. Bei nächster Gelegenheit. Hinten, warte mal, ich geh hinten ran. Zustellen. Vorne. 21, 22. Okay, ist raus. Ist das? Jo. Haben wir noch René? Nein, war schon in Overtime. Okay. Jo. Naja, dann waren es jetzt 4 Festnahmen. Schauen wir mal, was die nächste Runde so bringt. Wir werden es sehen. Bis gleich. Ja, da sind wir mit 2 neuen Racern. Und wer sitzt denn in diesem schönen, wunderschönen Porsche mit Überrollkäfig? In dem sitzt Scott und das ist ein Cayenne. Und ja. Ist, ganz kurz bei Race ist Makan. Oh. Okay, ist Makan. Und dieses orange auffällige Gefährt? Das ist ein Cadillac CT4 und da sitzt Letty drin. Ja, und da wir ja gesagt haben, wir machen eine Rekordfolge draus, machen wir jetzt die Festnahmen, die letzte Runde nicht gemacht wurden. Aber das liegt bestimmt an dir, ne, Max? 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 Oh, liegt das daran, dass wir Max eingetauscht haben? Vielleicht. Für Max fährt jetzt Lorenz mit. Hallo, Lorenz. Irgendwas. Ich soll mit irgendwas antworten. Hallo. Echte Wortspieler sind auch wieder dabei. Let's go. Ja, aufgrund von technischen Problemen ist Max raus und Lorenz dazugekommen. Aber ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange. Wir gehen direkt in die Runde. Und damit geht's los. Achso, noch nicht? Ja. Wärst du jetzt hin? Ich habe keinen Plan. Ich habe gerade mein Audio gefixt, weil ich habe mein Auto nicht gehört, aber ich fahre jetzt erstmal in den Wald. Dann müssen wir uns verteilen. Ich fahre jetzt über die Brücke. Über die mittlere? Ja. Ah, fahr ich auch. Ach, toll. Ja, fahr jetzt mittlere Straße. Ja. Ja, ich fahr dann halt. Ich fahre Richtung Flugplatz, Richtung Osten fahre ich da. Bei wie viel ist man raus? Ich habe mich gerade überschlagen. 90%. Okay, habe ich ja noch 20. Ja. Also, die finden mich jetzt auch einfach gleich. Und wenn du 90 hast, bleibst du einfach stehen. Ja, und es gibt Chat-Signale, ich weiß. Ja. Nein, und die müssen dich suchen, glaube ich. Ach so, die müssen mich suchen. Okay. Ich fahr jetzt mal die Dirtwege rein und hoffe, dass sie mich nicht finden. Also Cops sind schon seit halber Minute unterwegs. Und immer sagen, wo man hinfährt. Was hast du gesagt? Und immer Bescheid sagen, wo man hinfährt. Okay, ja. Habe ich noch keine Verfolgung zum Glück. Ja, dafür ich habe eine. Ich fahre jetzt Serpentinenstraße Richtung Serpentinen, also nach Westen. Ah ja, okay, dann fahre ich die andere Richtung, weil ich bin jetzt gleich auf der Flugplatzstraße. Kannst du hinten nach Osten fahren und dann
Ja, mache ich. Kennst du dieses eine Schlagloch da bei der Brücke da auf der mittleren Straße? Genau das habe ich getroffen und bin Glück Brücke runtergeflogen. Bin jetzt vom Lege raus aufs Fahrten und dann fahre ich Richtung Kreisverkehr. Okay, ich bin Staudamm, also bin ich komplett woanders. Und mein Puls steigt wieder. Das ist immer so, wenn du Racer bist. Wie viel hast du an dir? Keine Ahnung, ich fahre denen da vorne. Also hast du keine Verfolgung mehr? Doch, hinten dran. Ah, okay. Aber weit weg. Oh, ich habe einen Bronco erwischt. Wie viel Schaden hast du? 14 Motor. Es geht ja noch. Ist weniger Schaden als ich. Also ich würde dann vom Osten wegmachen gehen. Weil ich. Ja, ich bin gerade in der Mitte. Okay. Also nicht auf die Flugplatzstraße fahren. Oh, ich bin gerade auf den Dirtwegen um die Flugplatzstraße. Wo bist du? Mach langsamer. Ich bin jetzt mittlere durch. Bald. Okay, ich bin auf diesem westlichen Schotterweg. Oh toll, der Bronco hat mich gefunden. Und frontal kopfen. Oh toll, 88, mal sehen. 2%. Ja, ich habe jetzt einen Bronco an mir, also den bist du los. Ich habe jetzt 38 Motor. Wo bist du? Den gestrichelten reingefahren. Oh toll, ich bin Serpentin. Oh, fahr ruhig Straße. Weiter. Ja. Am besten weit weg von mir. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich lang soll, weil wo lege nicht rein. Ich fahr einfach mal Serpentin Richtung Brücke. Okay. Ah, er hat von mir abgelassen, der Bronco, also der wird jetzt zu dir kommen. Ja, den habe ich gesehen. Ah ja, gut. Wenn der gewusst hätte, 1,1 mehr Motorschaden und ich wäre raus gewesen. Ja, die sollen schon arbeiten für ihr Geld. Ja. Also ich bin jetzt hier Serpentinenstraße Richtung Westen. Oh toll, da bin ich auch. Auf welcher Höhe? Fast bei den Serpentinen. Ich auch. Toll. Also gib Gas. Oder kannst du nicht mehr? Ja. Nee, also 100 schaffe ich vielleicht gerade noch. Okay, ich hab's nicht gesehen. Toll. Ja, die haben mich gleich. Da braucht nur einer von vorne kommen, um dich zu treffen. Ah, ich hab umgedreht. Okay, gut. Danke. Ich glaube, die haben mich nicht gesehen. Ja, fahr weiter. Ja, mach ich auch. Ich komm schon mit denen klar.
Ja, ich habe keinen an mir dran. Welche Richtung fährst du jetzt? Ich fahre Richtung Westen. Okay. Fahr Mulege jetzt rein. Okay. Dann fahre ich mal Richtung Osten, Klutgaststraße, weil Autobahn bringt mir nicht viel. Ja, ich war dann in Mulege rum ein bisschen. Bist du immer noch im Olege? Ja, südliche unter der Brücke. Ah ja. Ich bin jetzt in der Nähe von Mittlerer Straße. Ich bin raus. Okay. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt Dirtweg Richtung Gestichelte. Okay. Wo hast du dich hingeportet? Ans Kreisel, Kreisverkehr. Ah, okay. Denk mal, die werden mich aber zuerst finden. Die werden sicher einen in den Dirt schicken. Ich muss jetzt hier raus. Wir haben noch 16 Minuten bis zur Overtime. Oh, da habe ich ja schon eine Weile geschafft. Ja, 10 Minuten haben wir schon hinter uns. Ja, gut. Also, wenn wir nicht mehr als 11 Mal festgenommen werden, dann wird es kein Rekord dieses Mal. Nee. Irgendein Kopf ist auf die Autobahn gefahren. Naja. Aber ich glaube, der hat mich nicht gesehen, weil ich geradeaus gefahren bin bis zum Ende. Okay. Das ist gut. Ich bin gerade Staudamm Süd. Oh, Kopf. Hat mich zum Glück nicht getroffen. Okay, die werden jetzt alle hierher kommen. Fahr ich mal nicht Mulege rein. Bleibt draußen, weil sonst. Ja, da krieg ich mich so leicht. Ja, von den Wänden weg. Nein, ich gehe nicht nach Mulege rein. Habe ich doch richtig gehört. Ja, die kommen aber jetzt alle zu mir. Ich habe 3 an mir dran. Auf ja, ich habe Bronco an mir. Serpentinenstraße. Noch keinen einzigen Schaden gemacht. Kein Prozent. Die wollen mich die Brücke runterfegen. Audi hat ja alle abgeräumt. Aber ich bin so langsam, ich fahre den nicht weg. Wir müssen sich da keine Sorgen machen. Hauptsache die Zeit strecken. Ja. Bin da auch nicht weg. Die wollen mich ausbremsen, ja. Aber ja, ich bin jetzt Serpentinenstraße in Richtung Serpentin. Also Bronco bin ich wieder los. Weil er auf der Autobahn kann er nicht mithalten. Ja, die haben mich gleich. Ja, 270 schaffe ich schon auf der Autobahn.
habe sie nicht festgesetzt. Ah, jetzt haben sie mich. Chat-Signal geben. So gestellt. Ja. Ja, sind zu fünft hier. Ja, die Hälfte. Also. Die Hälfte haben wir schon. Also. Jetzt musst du dich ans Außenkarte hinporten und dann. Ach, ich muss mich außen rum hinporten. Hinporten, weil du ja festgesetzt worden bist. Ja, ja, aber muss ich mich am außen rum oder an die äußere, an die Punkte außerhalb der Karte und dann reinfahren. Ah, okay, ja, das wusste ich noch nicht. Hast du noch welche? Ja. Nein. Gerade erwischt. Flugplatz. Ah ja, bin ich auf deiner Seite. Und war jetzt Serpentinen runter. Ah ja, schön. Ist es nicht rauslassen? Wo bist du? Aus der Bedienenstraße. Oh Gott, da bin ich auch. Na egal. Ist einer hinter dir? Nee, hat sich keiner dran gehangen. Okay. Jetzt fahre ich die mal spazieren mit denen. Wo bist du jetzt mit ihnen? Ich fahre jetzt Richtung Flugplatz. Oh toll, da bin ich wieder. Fahr Richtung Brücke und hau ab. Ja. Welche Brücke? Große oder kleine? Richtung große Brücke. Oh, ich bin jetzt Richtung kleine. Oh toll. Ja, dreh um, da kommt die ganze Horde. Ach egal, ich nehme gerade den kleinen Schotterweg. Ich auch, gestrichelter. Also du fährst die mittlere und dann... Nein, ich nehme den auch gerade schnell. Fahr die mittlere dann Richtung Flugplatz. Und ich fahr Richtung Molege dann. Ja. Bronco abgehängt. Der kommt jetzt wieder zu dir. Ja, soll er halt. Ist noch ein Molege? Nein, Serpentinenstraße Richtung Westen.
Ah ja, okay. Da bin ich schon lange weg, bis du hier bist. Mit Flugplatzstraße. Richtung. Richtung Osten oder Westen? Westen, aber ich bin jetzt schon an 17 gerade vorbeigefahren. Ja, dann fahr Richtung Autobahn. Ja, mach ich. Oh Gott, das ist ein Baum. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Handling hier reinbauen sollen. Oh Gott, ich wäre fast die Brücke runtergeflogen. Ich glaube, ich schaffe mich selber festzusetzen wie letztes Mal. Ich glaube, ich bin lieber Cop als Racer. Ja, ich spiele auch ab und zu mal Cop, aber sonst bin ich auch gerne Racer. Bist du jetzt Flugplatzstraße? Ja, Richtung Brücke. Hi. Ich bin jetzt Abfahrt Richtung Mulege, also bin weit vor dir. Oh, da waren. Oh, es tut mir aber leid, da war ein Evo gerade vor mir gespawnt und ist aber erst gespawnt, nachdem er mich getroffen hat und hat mich voll weggeschoben. Ich habe auch gar keinen Schaden. Alles gut. Bin voll durchgeghostet. Nee, ist denn immer blöd für den Kopf, weil. Der hat mich frontal und hat einen Schaden, aber ich habe keinen. Ja, das passiert manchmal, weil das ist die Lynk. Ja. Und Forza. Die jetzt an den Abfahrten hier ein bisschen. Aha. Ich bin komplett die andere Seite der Karte. Flugplatzstraße bin ich gerade. Fahr jetzt Mulege rein. Okay. Ich bin Lukasstraße. Ja, wir haben noch 5 Minuten, also. Einfach. Nur noch? Wow. Ja. Einfach durchhalten. Und nicht erwischen lassen. Also, ich sehe keinen Kopf mehr. Ah doch, einer ist noch dran. Wo bist du jetzt? Weil ich fahre Staudammstraße und dann... Okay, ich drehe um. Ich bin Staudamm Süd vom Flughafen, aber ich bin gerade erst drauf, als ich drehe um. Fahr du ruhig die Richtung weiter. Du kannst auch gleich den gestrichelten rein. Nee, ich fahre auf Flugplatzstraße. Ich habe jetzt Serpentinenstraße genommen. Okay. Oh, das war ein Fehler. Da sind nämlich die ganzen Cops unterwegs. Oh shit. Die kommen mir voll entgegen. Oh, guck. Schön. Dann mach dich ab über die Dirtwege in mittlere Straße. Ja, das war aber. Also ich bin jetzt geschoben worden auf südliche Mulege. Ah, das ist doof. Ich sehe mal, ob ich den Fahrkopf abnehmen kann. Für die doof, nicht für mich. Wo bist du jetzt? Westlicher Schotterweg bin ich jetzt. Versuch's halt da hinten bei. Bis zu Overtime durchzuhalten.
Bist jetzt schon auf Flugplatzstraße? Ach nee, da hinten bist du. Ah, in Molege. Okay. Ja. Wie lang noch? 3 Minuten. Okay. Ich hab jetzt auch einen Kopf. Ein Evo. Wo bist du jetzt? War gerade die Brücke. Welche, die große? Ja. Ah ja, ich bin Molege Süd. Fahr dann die Flugplatzstraße durch. Ah ja. Bin jetzt Mittelrhein. Wo bist du rein? Mittlere. Ah, okay. Ja. Ja, ich spiele hier mit dem einen Kopf ein bisschen rum. Ein weniger, der an dir dran ist. Der ist eigentlich komplett kaputt. Ich könnte ihn komplett wegziehen. Also, es ist vorbei. Overtime vorbei? Ne, die Spielzeit ist vorbei. Ah. Ach, bist du draußen? Ja. Oh, dann muss ich den Kopf jetzt mal abziehen. Ja. So. Spaß gemacht, Evo. Wo haben sie dich gekriegt? An der mittleren, an der Brücke. Oh, toll, da war ich gerade. Ich bin gerade 17. Ja, ich sehe dich auf der Karte. Jetzt, wenn der Bronco kommt, dann habe ich ein Problem. Kommen jetzt wahrscheinlich gleich entgegen, weil die von der Flugplatzkraft kamen. Ich darf dir leider nichts sagen. Ja, ich rede mit mir selber. Ich weiß, dass du nichts sagen darfst. Oder auch nicht, hier ist nur der Bronco gewesen. Also dann siehst du irgendeinen Kopf nicht. Was? Ich glaube, du siehst deinen Kopf nicht, weil da... Doch, den Evo schon, aber ich meinte einer, der entgegenkam. Ach den so. Evo sehe ich schon.
Das ist ja der Evo, der die ganze Zeit an mir dran war. Wer ist denn das? Da, darfst du das wenigstens sagen? Der Rückkehr. Wer ja der Evo ist? Der Rückkehr. Ah, okay. Zwei sind schon stehen geblieben, weil die sich geportet haben, glaube ich. Ah, jetzt habe ich auch noch ein Audi, also jetzt wird's kritisch. Oh, ich fährt einer random hinterher. Ist aber ziemlich kaputt, die hast du ziemlich gut Schaden gegeben. Ich habe halt versucht zu überleben. Aber die Scheißbrücke da hat mich daran aufgehangen. Wie viel Zeit ist noch? Keine Ahnung, ich habe keine Overtime. Okay. Bis die von dir ablassen oder festsetzen? Ja, ich habe nur noch ein Audi. Die anderen können nicht mithalten. Lass dich nicht die Brücke runterschieben. Oh, und Random war halt hier gerade die Brücke runtergeflogen, hat ein paar AIs rumgeflogen. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr mit Festnahme für die. Nur ein Audi ist dran und zwei Evos in der Ferne. Oder auch doch, ich habe gerade einen Baum voll mitgenommen. Hat man gesehen. Also ich drehe um. Wie viel Motor hast du? 50. Ah ja, geht noch. Der Audi wird mich natürlich jetzt kriegen, weil der war ungefähr genauso schnell wie ich vor dem Crash. Hat er abgelassen? Ich sehe den nicht mehr. Darf ich nicht sagen? Nee, ich habe nur mit mir selber gesprochen. Und versuche nicht immer auf einer Stelle zu fahren oder an die gleichen Strecken. Achso, ja, stimmt. Ich bin jetzt nur umgedreht wegen dem Baumcrash. Und ich will nicht in Molege reinfahren. Dann fahr in den Kreisverkehr rein, dort ein paar Runden drehen. Okay. Nee, es wird nichts mit Runden drehen. Meine Steuerung ist so schlecht. So beschädigt. Vergiss es. Jetzt werde ich mich natürlich versuchen, runterzuschieben. Ja, dann fahr durch. Schieben von beiden Seiten, nicht sehr produktiv. Oh. Oh, auf allen Vieren gelandet. Gut. Kein Schaden, zum Motor zumindest. Okay. So ist Porsche stabiler. Oh, über Bronco geflogen. Jetzt zieh das durch. Aber pass auf den Baum. Ja, jetzt fahr ich geradeaus. War ich ja eben schon. Und dann Baum. Der Audi. Ja, von daher ist die Runde auch vorbei. Wir haben schon ein bisschen überzogen hier, unfreiwillig. Aber die Racer haben es einfach gut gemacht, stark überlebt. Und damit würde ich sagen, geht diese wunderbare Runde auch zu Ende. Guckt auf jeden Fall in die anderen Sichten und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Servus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.